Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hexit. Und ja, Leute, wie ihr sehen könnt, Hexit funktioniert wieder. Aber hier ist erstmal eine Kleinigkeit jetzt hier zu klären, so gesagt. Ja, ich hatte ja ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, da der Tech, also wo der Technik Lounger immer abgestürzt ist beim Starten. Und ja, natürlich dann erstmal hier bedanke ich mich für das Kommentar. Ich weiß nicht mehr, wie der Kommentarschreiber hieß, aber der hat irgendwas gesagt mit, lass mal dein Virenprogramm laufen. Dann soll ich den C-Cleaner mir runterladen und den durchlaufen lassen und den Technik Lounger danach erneut deinstallieren und nochmal installieren. Und wie ihr seht, es hat Wunder vollbracht. Es funktioniert wieder. Und ja, dann herzlichen Dank an diesen Kommentarschreiber. Ja, bist der Beste. Du hast Hexit wieder zum Laufen gebracht und die Musik ist wieder viel zu laut. So. Ja, liebe Freunde. Heute, was ist denn das? Denn das? Kommt denn das her? Okay, also das Eisenerz kann ich jetzt schon gebrauchen. Zombie-Kopf. So, ja, vier Eisenerz haben wir hier jetzt geholt. Und dann würde ich einfach sagen, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Haus. Wo war denn das eigentlich? Ah, hier. Home. Hier so lang. Okay, ich gucke immer auf der Minimap da oben. Könnt ihr ja auch mitgucken, wenn ihr wollt. Kann ja genau gucken, wo unser Haus ist. So. Und auch sorry, wenn sie. Ich komme einfach scheiß Escape-Taste. Ich will immer dieses Zeichen da drücken. Für schnell laufen. Ich habe das nämlich ein bisschen anders bei mir überlegt. Ja, deswegen. Sorry, wenn die Stimme sich heute ein bisschen scheiße anhören. Ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Weil gestern war irgendwie so ein richtiger kalter Tag. Ich meine, gestern Abend so gegen 7 Uhr war ja ein Gewitter. Und Alter, da war richtig. Ich weiß ja, da war es auf einmal nur noch 7 Grad. Das war richtig, das war ja richtig kalt, war das. Und ja, natürlich, ich vorher mit dem T-Shirt draußen rumgelaufen. Dann bin ich halt reingekommen, hatte ein T-Shirt an, dann war es richtig kalt und so erkältet mich dann eben schnell. Ja. Das heißt, man muss dann ab jetzt immer einen Schlüssel dabei haben bei so einem Wetter, dass man auch reinkommt, für sich eine Jacke zu holen. Ja, weil wenn keiner da ist, kommt man auch nicht rein. Das ist ja auch logisch. Es geht jeden schon mal zum Gang, dass man nicht reingekommen ist. Wegen irgendeinem Notfall. Alter, komm. Mach es einfach mit der Axt hier kaputt und. In der Hoffnung, dass wir über die Bäume kommen. Und dann kommen ja wieder die Bäume, springen ins Wasser, machen unser Ärschelchen nass hier. So. Und jetzt müssen wir hier weiter. Hallo Huhn, du wirst mal geschlachtet. Na ja, toll, ich kann eh nichts aufsammeln. Und meine Nase juckt gerade wieder so. Ah Mann, wieder so eine komische Folge wie damals. Oh mein Gott. Ja, ihr kennt die noch, die komische verrotzte Folge. Jetzt hoffe ich wieder, dass keine verrotzte Folge hier wieder. Ah, ich hasse nämlich solche Folgen. Ich hasse mir, nämlich, ich hasse es immer, danach die, also das Dings anzugucken. Die Ausgabe, sag ich einfach mal. Wenn ich das Video bearbeitet habe, gucke ich ja immer, ob alles in Ordnung ist vom Ton her und so. Und ich hasse es einfach, solche komische, peinlichen Rotzfolgen dann anzugucken. Aber ich meine, man kann ja nichts dafür, wenn man erkältet ist. Und ja, einige denken. Ich dachte gerade, mein Ding wäre weg. Warum hat es gerade wieder so geleckt? Ja, einige sagen dann bestimmt, ja, dann mach doch einfach kein Video, aber ich habe jetzt, ja. Laut jetzt, also realistisch habe ich jetzt 2 Tage kein Video gemacht. Ich weiß, ich habe gestern eins gemacht, aber das Video habe ich jetzt gelöscht, weil ich meine, was ist das für ein Sinn, wenn ich ein Video mache, das Hexen nicht funktioniert, einen Tag später kommt wieder eine Hexenfolge. Ja. Deswegen, ich habe nochmal ein bisschen spät abends noch ein bisschen so geguckt hier und das eben dann mit dem Kommentar da gelesen. War auch gut, weil der kam erst so gegen. Was weiß ich, wann der kam. Er kam erst abends und ja, deswegen nochmal Dankeschön. Und es läuft wieder, deswegen habe ich jetzt das Video gelöscht und. Ja, vergesst es einfach. Das Video, vergesst es bitte einfach. Ja. Vergesst einfach das traurige Smiley-Video. Ja, es ist einfach, das war ein Geist. Das war eine Illusion einfach, ja. So. Gut, jetzt erstmal einräumen hier. Ich mache mir am besten mal Kisten mit Nummerierung. Und hier machen wir erstmal eine Trankkiste draußen. Und die Essenz, wo sind die? Ah, die nehme ich mal hier raus, die Essenzen. Magic Essenz. Kommt alles hier dabei. So. Ja, kommt hier alles dabei. Das ist jetzt die Wertkiste, so gesagt, liebe Freunde. Die Wertkiste ist das hier. So, dann der Frost. Frosted Helm. Feuerschutz, Alter. Ey, der sieht ja mal Hammer aus, liebe Freunde. Der sieht ja mal richtig geil aus, muss ich sagen. Ja, hier sind noch 2 Stacks Diamanten. Da können wir auch demnächst mal hier eine neue Dia-Rüstung und so machen.
Warte mal gucken, wir gehen mal schnell runter. Ah ne, ach stimmt ja, ich habe ja den Verzauberungstisch oben. Ach, ich bin immer so. Du, Alter, meine Maus. So, ja, meine Maus verschwindet immer. Und, ah, jetzt haben wir den hier. Kann die noch mehr verzaubern? Ich weiß nicht. Wir haben Level 46, aber erstmal die Scale-Leggings verzaubern wir jetzt erstmal. So, erstmal natürlich Schutz 3, ist ja klar. Dann können wir noch Dornen. Ah, Gott. Kann wieder nichts hier verzaubern. Okay, dann anscheinend nur Schutz 3. Dann würde ich sagen, einfach Edit und Go. So, jetzt haben wir hier auch schon eine schöne Scale-Leggings an. Ja, sexy Leggings haben wir jetzt hier an. So. Enderperlen. You named? Ich möchte es nicht ausprobieren, aber. Nee. Das ist bestimmt irgend so ein Schadenstrank, oder? Ja, ein Schadenstrank, okay. Hat uns zwar nichts gebracht, weil wir so eine Leggings hier, ja, so eine Schutzrüstung anhaben, aber ja gut. Dann die Emerald Shards, der Diamantenhelm, komm, kommt einfach hier dabei. Ja, dann das Schwert, das machen wir hier rein, weil wir benutzen jetzt nur noch das hier, weil das hier ist bald kaputt. Jetzt können wir jetzt wieder so einen Rahmen hängen, wie Staffel 1 damals. Der Water Stuff kommt da rein, der Bogen, toll, die sind alle kaputt, die Bögen. Ich einfach sagen, gehen wir mal schnell an unsere, haben wir die noch unten stehen? Nein, die haben wir nicht mehr unten stehen. Da müssen wir uns demnächst noch um unseren Garten kümmern, unten. Ja. Ich bin ganz Ohr. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal hier einen schönen Ofen. So. Der Ofen, der kommt dann einfach hier so hin. Ja, das ist eine schöne Crafting-Ecke hier, Leute. Das ist wirklich eine schöne Crafting-Ecke. So. Dann wollte ich, was wollte ich denn eigentlich jetzt machen? Warum habe ich wieder alles fallen lassen? Was wollte ich nochmal machen? Ach so, ich wollte gucken, ob Bögen brennen, genau. Weil dann könnte ich mir schnell. Hat das schon gebraten? Na komm, schmilzen wir einfach mal das Erz ein hier und. Geht das? Geht das? Nee, es geht nicht. Okay, dann müssen wir die irgendwie anders loswerden, aber Kohle haben wir noch irgendwo liegen. Das weiß ich, dass wir noch irgendwo liegen haben, die Kohle. Hier haben wir noch Kohle liegen. So. Alter. Immer noch unkonzentriert, obwohl ich jetzt diesmal gut geschlafen habe. Naja. So. Mal gucken. Ah ne, ich kann jetzt ins Ding, ich bin ja Vollbildmodus, stimmt ja. Hätte ich jetzt gerne gucken, wie Hexit wieder einsteht, weil ich hab's normal safe auf 50 gestellt, also bei Mixer unten, also bei dem Systemmix habe ich es auf 50 gestellt. Ja. Was das hier alles ist, weiß ich auch nicht. Ach so, stimmt ja, das war ja, wo dieses Glas kaputt damals gegangen ist. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Haben wir noch Glas? Ja, das riecht irgendwie auf, die ganzen Kisten immer aufzumachen. Naja, gut. Es geben ja auch, glaube ich, Regale in Hexit. Deswegen, ja, wir warten einfach, bis das Eisen fährt. Ist schon fertig. Okay. So, dann machen wir jetzt einfach noch ein Eisen-Big-Sword. Iron-Big-Sword ist es jetzt besser wie. Es ist billiger, aber Diamanten haben wir ja auch noch genug. Deswegen würde ich einfach sagen. Machen das Eisen mal hier dabei. Und holen uns mal 60 Diamanten und machen die einfach mal hier dabei wieder. Und natürlich dann erstmal Stiggies, die sind hier, oder? Ja, hier sind Stiggies. So. Machen wir uns einfach hier mal nochmal so zwei Diamond Big Swords. Ich meine, Leute, Diamanten haben wir eh genug. Ja. Können wir uns ruhig zwei Big Swords hier machen. So. Natürlich. Eins kommt in die Waffenkiste. Die Waffenkiste, wo kann man die denn machen? Einfach hier dabei. So. Jetzt haben wir hier nochmal ein extra Big Sword und hier nochmal ein Big Sword. Und ja, gut. Kann ich jetzt reparieren? Man kann es aber umbenennen. Ja, aber wenn man das jetzt so macht, zu teuer, okay. Kann man das so immer noch machen? Ich weiß es nicht. Ja, man kann es, aber dann hat man keine Verzauberung mehr drauf, okay. Gut zu wissen. Ja, da würde ich einfach sagen, wir machen uns jetzt mal ein bisschen fertig auf eine neue Reise. Und diese Spitzhacke ist bald kaputt. Das heißt, die können wir nicht mehr gebrauchen. So. Gut. Eisen brauche ich jetzt wieder. Oder nehme ich mir einfach eine Dia-Spitzhacke. Aber da haben wir ja noch irgendwo eine. Die war genau. Wo war die denn? Ah ja, hier. Die Diamantenspitzhacke. Gut. Die nehmen wir uns dann mit, liebe Freunde. Dann würde ich einfach sagen, machen wir einfach mal Glück drauf. Glück 1. Fertig. So, jetzt haben wir hier eine Glück 1 Spitzhacke. Und ja, dann würde ich einfach noch schnell sagen, wir holen noch schnell hier die ganzen Bögen und werfen die mal weg. So.
Weil ich meine, wir haben ja eh noch genug Bögen in der einen Kiste und ja, Bogen brauche ich jetzt eh im Moment nicht, deswegen können wir einfach die Pfeile nochmal hier reintun. So, dann die Steinspitzhacke, ja, können wir mal mitnehmen, so als kleiner Ersatz. So, ja, dann noch die Stiggies, dann nehmen wir mal die Hälfte mit, würde ich sagen. Die Eisenaxt, die brauchen wir nicht in der Höhle. Nee, 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 nee. Ah, doch, die kann ich mitnehmen, die Steaks. So. Ja, der Backpack. Was haben wir denn da alles drin? Ah, da haben wir auch noch was drin. Gut, dann würde ich einfach sagen, kommt das alles mal raus aus dem Backpack. Und das kommt dann alles mal hier rein. So. Obwohl, der Iron Bow können wir uns mitnehmen. Der ist bestimmt gut. So. Dann nehmen wir uns mal dann die ganzen Pfeile hier wieder mit. So, ja. So, Pfeile. Lass mal einfach hier drin, weil ich meine, wir müssen ja eh nicht. Oder kommen wir jetzt einfach hier. So, dann die ganzen Essenzen hier wieder rein. So. So. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, mit diesen Utensilien begeben wir uns dann erstmal ins Bett. Ja. Und dann in eine Höhle. So. Ja. Jetzt geht's ab in die Höhle. Wo eine Höhle jetzt genau ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil die haben wir schon erkundet. Die haben wir auch erkundet, deswegen würde ich einfach sagen, wir gucken mal kurz hier auf der Map, wo hier eine coole Höhle sein könnte. Also nur könnte. Da sehe ich mal etwas. Das ist aber so ein Tempel. Ja. Ich würde einfach sagen, liebe Freunde, wir gehen jetzt auf Weltreise und suchen eine richtig geile Höhle uns raus. In der waren wir ja schon da hinten. So. Na, da hatten wir wohl die alle Spiel. Ah, komm, die benutzen wir einfach jetzt noch, die jetzt wieder wegzuwerfen. Ja. Benutzen wir sie einfach, liebe Freunde, bis sie kaputt ist. Und ja, dann ist es auch wieder. Dann ist es auch fair. Ich meine, ja. Gut. So, in dieser Höhle waren wir ja, oder? Ja, das war diese Schlucht, wo wir im Kreativmodus mal schnell runter sind, wo wir da gestorben sind, wo wir die 20 Diamanten da damals hatten. Und ich komme die ganze Zeit gegen mein Mikro hier. So, ich würde einfach sagen, wir gehen mal hier lang. Ich meine, in den 5 Minuten jetzt werden wir noch eine Höhle finden. Naja, keine 5 Minuten mehr. Na toll. In 3 Minuten werden wir ja noch eine Höhle finden. 2,5. Ja, der Besserwisser Sashi schon wieder unterwegs. So, dann würde ich einfach sagen, Schneewelt, ich weiß nicht, wir gucken mal gerade. Ich würde schon eher grob sagen, wir gehen einfach in diese Richtung da hinten. Weil da seht ihr, da ist so eine kleine Schneewelt. Dann kommt da so eine komische Lehmwelt. Also dieses gebrannte Lehm da. Kommt dann an eine Welt. Und da hinten dran ist so eine Hochwaldbiom. Da sehe ich eine Höhle in der Nähe irgendwo. Und auch Dörfer, glaube ich, sind da. Ja, deswegen würde ich einfach sagen, wir begeben uns jetzt in diese Richtung. Und mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen in ein paar Minuten. Ja, einfach wieder das Eis drüber. Dann sind hier auch wieder Schafe. Ja, passt auch zu der Umgebung Schafe. Natürlich, wenn jetzt hier braune Schafe sind, das passt natürlich nicht. Aber ja. Ist auch schon. Ah, seht ihr da hinten schon die Hochbäume, Hochwaldbäume. Ja. Da kann man ein schönes Hochwaldsprudel trinken. No Placement hier. Alter, ist es tief. Das ist aber nicht die Höhle, wo wir waren, oder? Nee. Aber da sieht es auch nicht gerade nach so. Na, ein bisschen Eisen, Redstone, bisschen Gold. Ah ja, sieht nicht gerade so schön aus. Naja. Gut, ich würde einfach sagen, wir essen noch ein bisschen was. Okay. So, warum verlieren wir wieder so viel Essen auf einfach? Naja. Einfach weiter. Und hier ist ein Kaktus. Macht der Schaden? Nee. Okay, und jetzt laggt es wieder extrem, weil jetzt die Welt hier nachladen muss. Ja, sorry, wenn es jetzt ein bisschen ruckelt in der Aufnahme. Kann ich auch nichts dafür jetzt. Ich meine, es ist Minecraft. Seid wenigstens froh, dass es läuft, Minecraft. Ja. So. Hallo, Herr Nasenhochzieher. Und da sind wieder diese Amaldios. Oh, wie süß. Ich hab's die vermisst. Maschine schlagen? Hallo? Lol. Minecraft hat einen Megabug. Alter. Ja, wir haben ihn vermisst, den Megabug. Und ja, liebe Freunde, dann würde ich auch sagen, in diesem epischen Biom beende ich diese Folge mal wieder. Und da hinten sieht es auch schon nach Höhle aus. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge Let's Play Hexe gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wie immer, haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sashi LP. Haut rein, Leute. Ciao.